Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, zu Euro Truck Simulator 2. Wir fahren jetzt mit der Fähre rüber. Und zwar fahren wir wieder nach Rostock. Aufbrechen kostet uns 668. Dann werden wir das jetzt mal hier eintragen eben. Die 668. Jetzt will der wieder, dass ich einen Fahrerpin eingebe. Was ein Schmarren. So, ich möchte jetzt trotzdem Fähre eingeben. 668 habe ich bezahlt, meine Herren. Die hätte ich gerne von euch wieder. So, die sind eingetragen. Dann sollte es jetzt weitergehen. Danztransporte wieder, ist ja wieder ganz klar. Ah, da rammt er uns schon wieder. Das kann doch nicht sein, Mann. Diese Vollidioten. Ehrlich, ey. Da kriege ich einen Anfall. Also wenn die das nicht fixen, ich weiß es nicht. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt keinen Schaden bekommen haben. Und wenn, dann habe ich schon fast die Pappe auf. Es kann nicht sein, dass jedes Mal die Leute so nah an der Grenze stehen, dass die anderen verunglücken. Dann, liebe Leute, meldet die, dass sie direkt gebannt werden. Solche Typen haben einfach nichts im ETS 2 zu suchen, ne? Man versucht hier wirklich alles, Geschwindigkeitsbegrenzung, sich dran zu halten und so weiter und so fort. Und dann, wegen solcher Pappenheimer, kriegt man einen auf das Fressbrett. Das geht nicht. So, ich fahre jetzt hier definitiv raus aus dieser Stadt. So, dann schauen wir mal hier. Dann gucken wir gleich mal, wir müssen ja hier lang, wie der Schaden aussieht. 0% Schaden, das ging noch mal gut da, meine Freunde. Ich hätte mich auch echt geärgert, wenn das schlimmer geworden wäre. Fahren wir nicht hinten rein, dann habe ich aber echt die Pappe auf. Der fährt auch bei Rot mal locker flockig drüber. Habt ihr das gesehen? Herrje, herrje, herrje. Meine Nerven. Ich muss gleich erstmal eine Herztablette nehmen. Nach dieser Fahrt haben wir so oder so Lenk- und Ruhezeiten, die wir einhalten müssen. Ich hoffe, dass wir vielleicht jetzt noch den nächsten Levelaufstieg sehen heute. Dann könnten wir nämlich direkt die Lackierung machen. Ich glaube, wir bekommen dann definitiv die Lackierung, die wir brauchen. Und können und dürfen dann damit rumfahren, Gott sei Dank. Ah, ich kann auch hier auf der Spur bleiben. Und wir sollten noch mal definitiv tanken gehen irgendwann mal jetzt in naher Zukunft.
so, warum zieht der jetzt nach rechts? Habt ihr das gesehen, wie so ein Euro? Oh, ich habe Angst, hier zu fahren, meine Freunde. Definitiv. Aber jetzt sollten wir auf der ruhigen Fahrwasserseite sein. Das wäre es gewesen, wenn wir jetzt noch mal einen Unfall hätten. Neun Stunden Fahrt haben wir noch vor uns. Und da schauen wir mal, wo wir hier auskommen. Also die Tour bringt uns ja richtig Boost, ne? Ihr wisst es ja. 20.000 kassieren wir ein. Das heißt, 50.000 haben wir 70.000. Da können wir auf jeden Fall erstmal wieder von tanken gehen. Und unser LKW aufrüsten, ne? Wobei dieses orange, grelle Orange gefällt mir auch wirklich richtig, richtig gut. So wie also Warn- und Signalfarben. Und dann hoffen wir mal, dass wir die Ware ohne Probleme an unserem Bestimmungsort bringen. Wir kriegen auf jeden Fall von unserem Chef schon richtig viel zurückbezahlt. Maut und so weiter und so fort. Sehr schön, dass du dich bedankst. So liebe ich das, so muss das sein. Das sind die Züge, die offen haben. 110 brettern die denn, ne? Bis zum Tachoanschlag oder 120, keine Ahnung. Das ist nicht so die Fiktion meiner Vorstellung. Die Frage ist, sollen wir beitanken oder sollen wir wirklich auslaufen lassen den Tank? Ich bin mir da noch gar nicht sicher. Ich hoffe, ich schaffe die Challenge, meine Freunde. Ich hoffe, ich schaffe die. Also ich rechne mal gerade schon ein bisschen hoch. Wir haben jetzt auf unserem Tacho 2025 Kilometer, sind wir schon mit diesem Truck hier gefahren. Und ja, wenn ich jetzt selbst jeden Tag so viel fahren würde, dann würde ich fast im Monat auf 100.000 kommen. Und 100.000 im Monat ist ein bisschen arschwenig.
da fehlen mir noch einige Kilometer. Das heißt, ich muss Folge um Folge um Folge drehen. Deswegen mein Appell an euch da draußen. Ich suche händeringend vernünftige Fahrer, anständige Fahrer, die das Ziel haben, dass wir diese Challenge schaffen. Ihr solltet mindestens 16 Jahre alt sein, ebenso viel den Realismus im ETS lieben, wie ich ihn liebe. Und ihr solltet wirklich im Interesse der TransTube European Transportgesellschaft bzw. Group handeln. Ich würde mich jedenfalls riesig freuen, wenn ich Hilfe bekommen würde von Leuten, die mir helfen, dieses Ziel, dieses wahnwitzige Ziel von 3 Millionen Kilometer durch den ETS zu schaffen. So, wir müssen schauen, dass wir jetzt nicht so sehr hüppeln, weil wir haben ja nur Styropor geladen und wenn der Auflieger einmal anfängt hinten rumzutanzen, ist das wieder sehr schwer, den abzufangen, wenn er leer ist. Das ist und bleibt sehr, sehr schwer. Aber mit den Ferntouren machen wir natürlich jetzt auch Kilometer, davon mal abgesehen. Aber das heißt ja nichts, das heißt gar nichts. Halt, ich muss hier runter. Oh, da bin ich schon wieder fast am Pennen. Oh mein Gott, die Routine schleicht sich ein. Ja, wir haben heute definitiv zu viele Aufträge gefahren schon. Und ich muss gleich noch die Buchhaltung machen. Das ist ein anstrengender Job, mittlerweile 14 Stunden am Tag. Glaubt mir, meine Freunde, wenn ich gewusst hätte, worauf ich mich da eingelassen hätte, ich hätte es trotzdem gemacht. Weil es macht mir verdammt, verdammt viel Spaß und ich kann nur hoffen, meine Freunde, weiterhin Fahrer in meiner Spedition begrüßen zu dürfen, die definitiv mit uns das Ziel verfolgen. Und ihr merkt, wie der Hänger springt, wenn der wirklich leer ist. Das ist in der Realität auch so. Wenn der einmal ins Trudeln gerät, dann haben wir ein übelstes Problem. Was fährt der da? Scanias? Ja, er hat Scanias geladen. Ich würde jetzt gerne an ihn vorbei da. Weil wir werden den früher oder später bekommen. Den einen kriegen wir auf jeden Fall. Aber der dreht auch ganz, ganz kuriose Runden hier. Konzentrier dich einfach, wo du hinfährst, mein Freund. Komm bitte nicht auf meine Spur rüber. Beziehungsweise den Scania nehmen wir noch mit. Sonst Scania, oder was ist das hier? Oh, der leckt auch richtig schön. Oh Mann, da müssen wir hier hoch.
Hoffentlich können wir den jetzt überholen, meine Freunde. Aber es scheint vernünftig zu laufen. Den haben wir noch mal kassiert. Wir scheren jetzt einfach rüber. So. Was sagt denn eigentlich unsere Zeit, unser Tacho? Ich habe alles verloren. Zeit, Raum und Gefühl und alles. Wir sind schon wieder richtig lang am Aufnehmen. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge geht, dann war das jetzt mal eine XXL-Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Part wieder dabei seid. Bis dahin würde ich sagen, tschüss, ciao und bye bye.